Bedürfnisgebiet Ruhen. Von 15.30 Uhr bis 19.30 Uhr ist Ruhezeit bei den Wildschweinen. Es ist jetzt 10.07 Uhr. Na toll. Wir haben einen Fertigkeitspunktebonus erhalten. Schauen wir uns gleich an. Ich höre dich. Wildschwein, Warnruf. Oh, ist das hier? Da ist wieder alles so dicht. Springt wahrscheinlich jetzt gleich irgendwo hervor. Rammt uns seine Keile in den Oberschenkel und wir sterben. Jetzt komme ich hier nicht durch. Hallo? Ne, da haben wir keine Aussicht, dass wir hier irgendwas finden. Das ist einfach zu dicht hier. Dammhirschfußspuren. Na gut, dann gehen wir mal zurück. Wir gehen Richtung See und schauen mal, ob wir dort irgendwo einen Hirsch entdecken. Aber vorher schauen wir noch kurz hier rüber. Wir sind einfach viel zu laut. Na? Da haben wir ja einen schönen Blick aufs freie Feld hier unten. Haben wir hier irgendwas, was wir fotografieren können? Gleich mal den Fuß verstaucht. So, da drüben ist der See, das heißt, vielleicht sehen wir hier irgendwo den Dammhirsch. Alles ist so friedlich, sogar der Chat sagt er egal und noch mehr. Ist doch okay. Ist doch nicht schlimm. Aber aktuell sind mehr Zuschauer im Chat als bei Total War Warhammer. Da drüben. Okay, ganz ruhig. Wir haben hier unten den See. Wir probieren es trotzdem mal, ob wir hier ein Bild davon bekommen. Da, technisch gesehen wäre doch jetzt hier der See im Hintergrund, ne? Wir machen einfach so viele Bilder. Ist das überhaupt? Ich weiß ja gar nicht, ob das überhaupt Dammhirsche sind. Doch. Das sind Dammhirsche. Das heißt, wenn wir hier hochgehen, das müsste dann doch klappen, Mensch. Stellt euch nicht so an. Na, jetzt sag schon, das passt. Mensch, ich verschieße hier die ganzen Bilder. Gott, Gott, ich bin blind mittlerweile. Wieso muss dann das hier immer so weiß werden? Da ist er doch, der See. Ist doch eine wunderschöne Aufnahme vor dem See und den Windrädern. Das ist doch richtig romantisch. Muss ich hier echt noch näher ran? Das gibt's ja nicht.
Ja, jetzt bin ich dann so nahe, dass die wahrscheinlich gleich alle abhauen. Gerlinde, das reicht doch für dein Buch, Mensch. Das ist doch schön. Jetzt bin ich schon mitten unter der Herde. Ich fühle mich quasi schon als Dammhirsch. Und keiner merkt's. Nee, das gilt einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Das ist so blöd. Jetzt reicht's dann, ne? Ich schieße dich jetzt einfach so. Wir gehen mal ein Stückchen hoch. Das dauert zwar jetzt ein bisschen, bis wir hier hochgeschlichen sind. Aber vielleicht müssen wir von oben nach unten fotografieren. Ich weiß nicht, wie die Engine das berechnet, aber das irgendwie muss das doch hier. Wir können ja nicht noch näher ran. Jetzt sind wir eh schon so nahe dran. Schön hier vor dem See. Was will sie denn noch mehr? Oh, irgendwo hänge ich jetzt. Am Baum. Beachtet mich nicht. Ich bin einer von euch. Ich bin ein Dammhirsch. Bleibt ruhig. Schön ruhig. Das wäre ja super, wenn wir das jetzt schaffen. Hey, ich glaube, da hat mich einer gesehen. Wie viel sind denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wahnsinn. Da haben wir sogar 2. Das sind alles Dammhirsche. Die Gerlinde. Die ist mit nichts zufrieden. Schrecklich. Fotos später. Müssen wir da irgendwie in einem speziellen Gebiet sein? Das hier ist ja hier der... Oh, jetzt gehen sie. Oh, da können wir die verfolgen. Das ist ja noch besser für uns. Hallo. Das ist ja noch besser für uns. Vielleicht gehen die dann an einen besseren Platz. Wir müssen nur irgendwie schauen, dass wir nachkommen. Nee. So richtig bewegt haben die sich jetzt nicht. Ach. Ich habe das Gefühl, das funktioniert so nicht. Also besser kann man den doch gar nicht treffen. Ich muss nochmal nachschauen. Sie braucht noch ein Foto von einem Dammhirsch. Dieses Mal aber mit dem Königsbergsee im Hintergrund. Mit dem Königsbergsee im Hintergrund. Ich denke mal, das muss der... Oder ist das der Königsbergsee? Das wäre natürlich blöd. Ah, das kann natürlich auch sein. Aussichtspunkt. Westlicher Aussichtspunkt Spreeberg. Außenposten Petershain. Das sehe ich hier natürlich nicht. Da kann ich hier Bilder schießen. Aber das ist doch hier... Das ist dann Spreeberg. Königsbergsee. Kann mal jemand im Chat nachschauen, wo man den Königsbergsee findet. Geh in den Südosten von Petershain. In den Südosten von Petershain. Petershain ist hier. Südosten ist ungefähr hier. Das muss der sein. Das muss der sein. Oh, die sind immer noch da, das ist gut. Ich denke, irgendwie triggert da vielleicht die Aufgabe nicht. Na gut. Ich würde sagen, wir schießen einfach mal einen. Wenn wir schon da sind. Also schöner kann das doch gar nicht gehen hier. Wo sind die denn? Mir vor wie ein Paparazzi auf Rehjagd, Mensch. Zeig mir dein Hinterteil.
gebe mich jetzt direkt unter die. Wer schreibt denn hier drüben? Ich werde eins mit dem Reh. Gott, ich muss die ganzen Screenshots werden ja bei Steam quasi hochgeladen. Die muss ich alle wieder löschen. Okay, jetzt sind wir aber wirklich schon nahe dran, ne? Na gut, also bevor ich hier noch weiter klicke, machen wir jetzt einfach mal, schießen wir einfach mal. Vielleicht können wir auch zwei auf einmal erwischen. Was war das denn jetzt für ein Geräusch? Jetzt gehen sie. Mehr kann man ja den See gar nicht mehr reinsetzen. Okay, wir probieren mal, ob wir zwei auf einmal schießen. Das geht. Wenn die schon so aufeinander gestapelt dastehen. Ah, jetzt sind sie dicht. Ich sehe nichts mehr. Jetzt, wenn ich hier auch noch ohne einen Abschuss rausgehe, dann bin ich aber sauer. So, wo geht ihr denn hin? Da unten sind sie. Bleibt mal stehen. Ah, die stehen nicht. Die stehen nicht. Wir waren doch gerade so schön nah dran. Müssen wir doch irgendwie zwei erwischen. Oder drei. Kleines bisschen gehen wir noch vor. Da sind wir nicht sichtbar jetzt aktuell. Wir probieren es nochmal. Er will einfach nicht. Bleib stehen! Nein, nein, nicht! Oh, bleib stehen! Das sind jetzt aber viel hier. Sieht aus, als würden die mich gleich angreifen. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Hier die beiden zum Beispiel, ne? Ach, Mist! Den auch jetzt schön. Oh. Ich mache so lange rum, bis ich alle versprengt habe. Oh. Ich lebe unter den Rehen jetzt mittlerweile. Wie cool ist das denn? Ich habe mich integriert. Ich wurde als einer der ihren akzeptiert. So, jetzt wenn er sich nochmal drehen würde. Oh Gott, oh Gott. Ich glaube immer, dass mich gleich einer angreift. Hallo. Oh Gott, oh Gott. Warnruf. Kann das sein? Bleibt ruhig, Leute. Bleibt ruhig. Nein! Oh Gott, jetzt müssen wir hier kurz einen Prozess machen. Das hat jetzt sein müssen. Da würden sonst alle gewarnt. Die sind immer noch da vorne, sehe ich gerade. Wir gehen denen mal nach. Holen uns die Trophäe und gehen mal hier weiter. Wir haben ja auch noch einen Fähigkeitspunkt, den wir vergeben müssen.
Ne, ich glaube, die sind weg. Gut, dann gehen wir jetzt noch zum Außenposten zurück. Haben wir hier vielleicht irgendwo... Vielleicht müssen wir da anders fotografieren. Hier bei der Tränke, dass wir dann von der anderen Seite rüber fotografieren müssen. Während die quasi gerade trinken oder so. Kann natürlich auch sein. Können wir eigentlich schwimmen? Okay, offenbar nicht. Nö. Na gut, dann werde ich mal schauen. Dann werde ich mal schauen, wie wir das demnächst handhaben. Wie das funktioniert. Erstmal sichern wir uns den Außenposten hier, damit wir hier schön weitermachen können. Dann werden wir noch den Fertigkeitspunkt vergeben. Und dann war es das heute wieder mit der Jagd. Wir haben ja doch einiges geschafft heute. So, was machen wir denn hier? Gesundheit wird erhöht. Ach, da haben wir letztes Mal schon geschaut. Da wollte ich ja hier. Der Richtungsverfolgungskegel wird noch schmaler und du siehst Spuren aus noch größerer Entfernung. Dann machen wir hier erstmal voll. Genau. Gut. Dann war es das jetzt wieder mit dem Jägerleben. Und wir machen eine kurze Pause und wir sehen uns dann gleich wieder. Dann geht's weiter mit Total War Warhammer. Vielen Dank und bis gleich.